Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um diesen Rucksack. Das ist Schnittmuster Delta Backpack. Ich möchte den Rucksack jetzt kurz vorstellen und dann kommt die Nähanleitung. Du hast ja einmal auf der Rückseite die Gurte, die sind in der Länge verstellbar. Oben noch ein Extragriff zum Tragen und auf der Vorderseite eine Reißverschlusstasche. Die ist relativ groß. Das Ganze wird hier einmal mit so einem Steckschloss verschlossen und dann gibt es einen extra langen Reißverschluss. Du kannst den einfach nur oben öffnen oder wenn du richtig gute Einsicht in den Rucksack haben möchtest, dann ziehst du den Reißverschluss einfach an der Seite noch herunter und so hast du schön viel Licht im Rucksack und findest deine Sachen schön schnell, so wie ich hier meine Sonnenbrille. Das ging ziemlich fix. Und dann kann die Radtour weitergehen. Auf der Rückseite hast du noch eine Stecktasche, eine offene, und das sind die Maße von dem Rucksack. Ob das Schnittmuster was für dich ist, ob es deinem Nählevel entspricht, das entscheidest du am besten selbst, wenn du dir das Video anschaust. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich mit dem Rucksack zu Fuß unterwegs bin. Kann man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen als nur von den Zentimetern her. Hier habe ich noch ein paar Designbeispiele und falls dich das Schnittmuster Delta Backpack interessiert, dann freue ich mich, wenn du mal in meinen Shop klickst. Und ansonsten wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Hier siehst du alle Teile, die du für die Tasche benötigst. Einmal die Sachen, die nach dem Schnittmuster zugeschnitten werden und hier in dem Kästchen stehen die Stoffe, die zusätzlich zugeschnitten werden müssen, einmal für die Innentasche und das sind die Teile für die Reißverschlusstasche. Dann hast du hier das große Kästchen, dort ist das ganze Material aufgeführt. Die Leiterschnallen, Karabiner und die D-Ringe und das Steckschloss und dort steht auch geschrieben, in welchen Abständen du die Gurte zuschneidest. Das ist alles in dem Kästchen beschrieben. Das sind zum Beispiel die Gurtstücke für die D-Ringe. Die schiebe ich schon mal direkt da durch. Und das ist der Reißverschluss. Aber ich reiße den jetzt mal hier auseinander. Man braucht nur eine Seite von dem Reißverschluss für den Rucksack. Also am besten direkt zwei nähen und einen Rucksack verschenken. Ja, und das sind halt natürlich die Teile, die ich nach dem Schnittmuster zugeschnitten habe. Die Anzahl steht immer da drauf und die Außenstoffe habe ich schon alle mit Vlies bebügelt. Auch beim Boden, das braucht ja auch eine Zeit, um auszukühlen und daher mache ich das immer schon gerne vorneweg. Jetzt erstmal alles zur Seite legen, was nicht benötigt wird. Los geht es nämlich mit den Gurten, Leiterschnalle, Karabiner und das Steckschloss und die Gurte für das Steckschloss. Und gleich wird noch die Innentasche genäht. Also als erstes die Gurte nacheinander um den mittleren Steg der Leiterschnalle legen. Das offene Ende umklappen und ein paar Zentimeter dahinter auf dem Gurt feststecken. Dann nähst du da auf den Gurt ein Rechteck. Ich fange hier mitten auf dem Gurt an, verriegel die Naht, Nadel in den Gurt stecken, bis zur Kante nähen, das Ganze drehen und dann am Anfang der Naht etwas über die Naht hinwegnähen und verriegeln. Nun das Gurtende durch den Karabiner schieben und dann durch die Leiterschnalle und dann ist der fertig. Nicht so weit durchziehen erstmal, damit das nicht so lang nachher beim Nähen da rumbaumelt. Nun kommt das Steckschloss. Unten
ist ja immer das mit den Zacken und oben diese Hülle. Das kürzere Gurtband kommt an das obere Teil vom Steckschloss, wird durchgeschoben, das Ende einmal umgelegt und dann auf dem Gurt festgeklammert. Das untere wird etwas anders eingefädelt, und zwar einmal hier so von hinten durch das Steck, durch die obere Rille vom Steckschloss, dann vorne rum, wie ihr das hier seht, dann umklappen zweimal, dass man keine offene Kante sieht, und feststecken. Und das Ganze wird dann ebenfalls wieder mit einem Rechteck auf dem Gurt festgenäht. Das untere Teil, das kann man erstmal zur Seite legen, das brauchen wir später. Dafür jetzt erstmal hier den Gurt für den Griff holen und das Stück Gurt für das Rückteil. Jetzt brauchst du den Außenstoff, der hier unter dem Schnittteil liegt. Die anderen Stoffe erstmal zur Seite legen. Auf dem Schnittmuster hast du dieses Rechteck ausgeschnitten. Das Rechteck am besten behalten. Dann markierst du hier an den Enden mit Nadeln die Position für das Gurtband auf dem Rückteil. Dann kann das Papierschnittmuster zur Seite gelegt werden. Dann nimmst du dir den Gurt und faltest die offene Kante einen guten Zentimeter auf unter das Gurtband und steckst dann das Gurtband an die Stelle der Nadel. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Das Rechteck, was du vorhin ausgeschnitten hast, nimmst du als Schablone. Die Maße stehen aber auch noch auf dem Schnittmuster, auf dem großen. Dann nimmst du jetzt den oberen Teil von dem Steckschloss und legst ihn mit der linken Seite auf die rechte Seite vom Stoff. Auf dem Ende vom Gurtband markierst du 2 cm. Soweit wird das Gurtband gleich unter das andere Gurtband geschoben. Nun also an der mittleren Position schiebst du das Gurtband bis zur Nadel darunter und steckst es dann fest. Dann nimmst du dir den Griff und so kommt er ja gleich da dran. An den Enden werden wieder 2 cm markiert. Also wenn das markiert ist, dann kommt an die zweite Position der Griff. Jetzt kommen noch die beiden Gurte zum Tragen. So werden die ja nachher gebraucht. Deshalb nähen wir die jetzt so fest, dass die rechte Seite von der Leiterschnalle unten liegt. So ist die Position gedacht. Wenn du jetzt sehr schmal bist und meinst, es könnte vielleicht zu weit sein, dann kannst du das natürlich auch einfach 1, 2 cm weiter in die Mitte stecken. Jetzt stecke ich noch an der Unterseite eine Nadel und dann wird das aufgenäht. Man fängt also an der Unterseite an bis dorthin und jedes Mal an den Gurten ein Rechteck nähen. Dann bis zum Anfang der Naht und verriegeln. Knapp an der Kante die Nadel in den Gurt stecken auf der unteren Seite. Dann drehen und knapp an der Kante weiternähen bis zur anderen Ecke. Und nun wird bis zu dem Ende vom ersten Gurt genäht, Nadel stecken lassen, das Ganze drehen. Man fühlt ja, wo das Ende vom Gurt ist. Kurz vor dem Ende aufhören, drehen und so den Gurt nochmal auf dem Stoff festnähen.
Nun die Naht verriegeln und dann ist das Ganze festgenäht. Erstmal zur Seite legen. Jetzt kommt die Innentasche. Dafür den Stoff rechts auf rechts legen und an einer Seite eine 6 cm große Wendeöffnung markieren. Das Ganze aufeinander nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann die Ecken ein wenig abschneiden und die Tasche wenden. Das Ganze in Form bringen und bügeln. Und dann wird die Tasche auf das Futterteil genäht. Dafür brauchst du die Rückseite von diesem Stoffstück. Und das ist also dieses Teil. Die eine Ecke von dem Schnittteil ist ja oben gerundet und wenn das aufeinander passt, rechts auf rechts, dann hast du das richtige Stoffstück. Bei dem Stoffstück wird einmal die Mitte markiert, hier an der unteren Seite und bei der Tasche ebenso. Die Tasche wird jetzt mittig darauf positioniert und zwar im Abstand von 2 cm. Der Stoffbruch liegt oben. Und an den Kanten feststecken. Dann wird das knappkantig auf den Stoff genäht. Anfang und Ende der Naht sehr gut verriegeln. An dieser Stelle hast du auch die Möglichkeit, die Innentasche zu unterteilen mit einer einfachen Naht an irgendeiner Stelle, zum Beispiel in der Mitte. Die rechtwinkligen Ecken werden rechts auf rechts aufeinander gesteckt, auch die Oberteile vom Außenstoff. Die rechtwinkligen Ecken kommen rechts auf rechts aufeinander. Die Stoffe werden nun an dieser Stelle zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Jetzt wird der Reißverschluss aufgenäht, als erstes auf den Innenstoff. Und zwar kommt die linke Seite vom Reißverschluss auf die rechte Seite vom Innenstoff. Das Ende steht 2 cm über. Nun werden die Kanten aufeinander gesteckt. Wenn du an der Rundung angekommen bist, schneidest du ein paar Millimeter in den Stoff vom Reißverschluss, aber nicht zu weit, nicht bis zu den Zähnchen. Und mit wenig beginnen und so gucken, dass sich der Stoff dann um die Rundung legen lässt. Und mit mehreren Klammern auf dem Stoff feststecken. Dann wird der Reißverschluss auf den Stoff genäht. Ich habe hierfür den Reißverschlussfuß eingesetzt und die Nahtzugabe ist schmal, 0,5 cm. Jetzt kommt das andere Oberteil rechts auf rechts da drauf. Ich beginne damit, dass ich erstmal hier die Nähte aufeinander stecke und hier die Stoffkanten, dass die halt genau auf gleicher Höhe sind.
Wenn ich diese drei Punkte festgesteckt habe, dann stecke ich den restlichen Stoff an der Kante fest. Dann wird das dort zusammengenäht und hierbei liegt der Innenstoff unter der Nadel. Dann kann man auch sehen, dass man halt links neben der Naht näht, dass man die andere Naht am Ende nicht sieht. Deshalb ist die Nahtzugabe hier etwas breiter, 0,7 cm. An den Ecken, also Rundungen vielmehr, den Stoff etwas einschneiden. Natürlich aufpassen, dass man nicht in die Naht schneidet. Nun wird das gewendet und der Reißverschluss nach außen gezogen, die Rundung ausgeformt und dann geht's ans Bügelbrett. Beim Bügeln achte ich darauf, den Stoff vom Reißverschluss wegzuziehen. Ich beginne hier auch beim Innenstoff und bügel den Stoff vom Reißverschluss weg. Anschließend drehe ich den Außenstoff nach oben und bügel das nochmal ordentlich. Hier gucke ich jetzt nochmal, ob beim Innenstoff auch alles so geblieben ist, weil das sehe ich jetzt gleich nicht beim Absteppen. Dann wird der Reißverschluss hier knappkantig nochmal abgesteppt. Das Oberteil ist jetzt fertig. Jetzt nähe ich hier noch die Stoffe einmal ganz knapp an der Kante aufeinander. Jetzt kommt der Zipper auf den Reißverschluss. Die Kanten stehen ja unten über und dort wird jetzt auf der einen Seite neben den Zähnchen in den Stoff geschnitten und dann werden da so ungefähr 1 cm Zähnchen abgeschnitten. Und dann kommt der Zipper da drauf. Die Stoffe liegen ja schon so auf gleicher Höhe und jetzt schiebt man das kürzere Stück da rein und darauf achten, dass die Stoffe halt auf gleicher Höhe bleiben. Und dann den Zipper aufziehen. Das passt. Jetzt sichere ich das kurz hier unten mit ein paar Stichen. Nähe einfach ein paar Mal hin und her unter der Nähmaschine. Und so sieht das jetzt aus, wenn der Reißverschluss geschlossen ist. Jetzt wird noch kurz das Unterteil von dem Steckschloss in der Mitte von dem oberen Taschenteil aufgenäht. So sieht das ja nachher aus. So kommt das Steckschloss dann da dran mit der offenen Kante an die Kante von dem Oberteil. Und das wird mit 0,5 cm Nahtzugabe dort schon mal festgenäht.
Weiter geht es mit dem Unterteil Außenstoff. Da seht ihr ja hier im Schnittteil diese Aussparung. Die wird jetzt eingeschnitten. Ich habe die beiden Teile erstmal oben glatt zugeschnitten und hinten mit Vlies bebügelt. Bei einem Teil wird jetzt der Ausschnitt eingezeichnet. Dafür lege ich das mal auf die Rückseite, da kann ich das besser sehen und zeichne jetzt den Umriss von dem Rechteck ein, wo nachher der Reißverschluss eingenäht wird. Das Rechteck ausschneiden und dann nimmst du dir den Stoff für die Reißverschlusstasche und auch dort zeichnest du oben das Rechteck ein. Der Stoff liegt mittig darunter, 4 cm ragt er über die Kante hinweg. Dann hast du die Mitte. Und auch hier das Rechteck ausschneiden. Jetzt kommen die beiden Stoffe rechts aufeinander. Die Ausschnitte passen genau aufeinander mit ein paar Klammern oder Nadeln feststecken. Und dann wird das aufeinander genäht. Füßchen breit oder 0,7 cm ist die Nahtzugabe. Dann wird das hier an den Ecken diagonal eingeschnitten. Von der Seite kann ich das besser sehen. Bis kurz vor die Naht, nicht in die Naht schneiden. Als nächstes muss der Stoff gleich auf die andere Seite. Dafür bügele ich hier erstmal die Kanten von der Naht und lege den Stoff dann links auf die andere Seite und bügel nochmal über die Kante. Jetzt brauchst du den Reißverschluss und den Streifen Außenstoff für die Reißverschlusstasche. Der Reißverschluss kommt so dahinter. Du kannst dir überlegen, in welche Richtung der Reißverschluss geöffnet werden kann. Und der Stoffstreifen kommt an die obere Kante von dem Reißverschluss rechts auf rechts. Dann wird das dort aufeinander genäht. Vorher nähe ich hier noch kurz den offenen Reißverschluss zusammen. Ich habe jetzt hier wieder auf den Reißverschlussfuß gewechselt und jetzt wird das an der Kante aufeinander genäht. Jetzt kannst du den Streifen direkt auf die andere Seite legen und vom Reißverschluss wegziehen und knappkantig absteppen. Als nächstes steckst du den Reißverschluss hinter den Ausschnitt und dann wird das Ganze dort knappkantig festgenäht. Dann schneidest du den überstehenden Stoff ab und drehst das Ganze auf die andere Seite und nun kommt der Taschenbeutel nach oben an die Kante und wird dort festgesteckt. Der Taschenbeutel wird dann so festgenäht. Ich mache das lieber von rechts, weil ich die Naht von Oberfaden einfach schöner finde. Deshalb mache ich mir hier eine Markierung, 2 cm neben dem Ausschnitt auf beiden Seiten und unten fühlt man ja das Ende von dem Taschenbeutel. Das markiere ich mir auch noch hier an der Ecke, damit ich dann weiß, wo ich die Nadel wenden muss. Und dann wird das Ganze von rechts abgesteppt oder von links, ganz wie du willst.
Hier an der oberen Kante nähst du nun füßchenbreit den Stoff aufeinander. Jetzt wird das Unterteil mit den Außenstoffen zusammengesetzt. Dafür brauchst du auch noch die D-Ringe und wenn du möchtest, kannst du natürlich in der Seitennaht ein Label einnähen. Und jetzt geht's los. Wir nehmen die Rückseite, das mit dem Reißverschluss ist ja die Vorderseite des Rucksacks, also die Rückseite von dem Unterteil und 1,5 cm neben diesen Rand steckst du rechts und links die D-Ringe fest. Das Gurtband steht circa 1 cm über. Jetzt kommt der Boden rechts auf rechts an diesen kurzen Überstand und wird dort festgeklammert und das bei beiden Teilen. Dann nähst du die Teile aufeinander. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Also direkt an der Ecke beginnen und bis zur anderen Ecke rübernähen und wie immer die Naht verriegeln. Die Nahtzugaben werden nun Richtung Boden gebügelt. Und dann wird das knappkantig auf dem Boden festgenäht. Jetzt legst du die Seiten rechts auf rechts aufeinander, klammerst das fest und nähst es dann dort zusammen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Jetzt kannst du die Nahtzugaben auseinander bügeln und dann die seitliche Bodennaht aufeinander legen. Das wird jetzt an dieser Stelle aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugaben werden an beiden Seiten etwas zurückgeschnitten. Dann kannst du das zur Seite legen und jetzt geht es weiter mit dem letzten Teil, das Unterteil Innenstoff. Da werden jetzt die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander gelegt und an den Seiten aufeinander geklammert und am Boden wird die Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist 14 cm. Die Teile werden nun an den Seiten und rechts und links von den Nadeln aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln an den Seiten und am Boden und dann die seitlichen Bodennähte oder Kanten aufeinanderlegen. Die Nähte treffen aufeinander, die Nahtzugaben liegen auseinander und dann wird das mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Dann die Nahtzugaben an beiden Seiten etwas zurückschneiden und jetzt sind alle Teile fertig genäht. Jetzt wird zusammengesetzt. Es ist wichtig, dass der Reißverschluss offen ist. Und wir beginnen jetzt mit dem Unterteil Außentasche. Da ist die rechte Seite innen. Das ist vorne mit dem Reißverschluss. Und die hintere Seite kommt jetzt rechts auf rechts an das hintere Unterteil. Und dementsprechend die Schnalle natürlich nach vorne, da wo der Reißverschluss ist. Als erstes die seitlichen Nähte aufeinander stecken, beziehungsweise an dieser Seite ist es die Naht und auf der anderen Seite ist es die Naht auf den Reißverschluss, auf die Mitte des Reißverschlusses. Dann die Beutel so ein bisschen auseinanderziehen. So sieht das aus. Nochmal gucken, dass alles an der richtigen Seite ist, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Und dann
ein, zwei Klammern erstmal auf die Strecke stecken, so in die Mitte, und dann kommt das Unterteil Innenstoff rechts auf rechts an das Oberteil Innenstoff. Dafür wende ich das jetzt erstmal, dass die rechte Seite zu sehen ist, und dann beginne ich hier auch wieder damit, erst die Nähte an die Seiten zu stecken. Das stecke ich jetzt einfach mit unter die Klammern. Und dann stecke ich den Rest aufeinander. Ich ziehe dafür die Beutel so schön weit auseinander, dass der Stoff stramm ist, und beginne dann in der Mitte die Stoffe aufeinander zu klammern, und dann verteile ich noch mehr Klammern auf der restlichen Kante. Jetzt werden die Teile aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Und wundert euch nicht, dass ihr hier bei mir schon eine Naht seht. Die Kamera hatte, also ich habe sie anscheinend nicht richtig angestellt, deshalb habe ich die Szene nachgedreht. Den Rucksack jetzt auf rechts wenden. Und dann geht's ans Bügelbrett und die Naht schön flach bügeln. Die Nahtzugaben liegen im unteren Teil. Ich bügel erstmal von den Innenstoff und dann den Außenstoff und achte darauf, dass auch beim Außenstoffbügeln der Innenstoff nicht nach oben rutscht, weil man das gleich beim Absteppen natürlich nicht sieht, wie der liegt. Und dann wird das knappkantig auf dem Unterteil abgesteppt. Als letztes wird jetzt noch die Wendeöffnung zugeklammert und knappkantig zusammengenäht. Und dann ist der Rucksack fertig. Karabiner einhängen und es kann losgehen. Ich hoffe sehr, dass dir mein Video gefallen hat, und freue mich total, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Das ist eine super Unterstützung, die kostenlos ist. Genauso kostenlos wie das Abonnieren meines YouTube-Kanals. Das wäre auch eine super Sache, und dafür sage ich vielen Dank, falls du heute ein Abo dalässt. Und wenn dir das Schnittmuster gut gefällt und du jetzt vielleicht Lust bekommen hast, den Rucksack selber zu nähen, dann freue ich mich natürlich total, wenn du einfach mal in meinen Shop klickst und es dir dort genauer ansiehst. Reinklicken in meinen Shop lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe noch viele andere Schnittmuster und auch einige Freebooks. Also, klick mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!